Aus naturrechtlicher Sicht sind alle Redeverbote rechtswidrig, da durch Reden keine naturrechtliche Regel verletzt wird. Es wird weder Körper noch Eigentum eines anderen dabei beschädigt. Wer es ganz genau wissen will, mag sich gerne meine Videos zum Thema Naturrecht anschauen. Heute geht es aber um den Blasphemieparagraphen in Österreich. Da heißt es in Paragraph 188 StGB, der das Herabwürdigen religiöser Lehren unter Strafe stellt: Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsgemeinschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Verhalten, das geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen. Und berechtigt ist das Ärgernis wann? Wenn es das gesunde Volksempfinden so erfordert? Wie genau weiß man, wann ein Ärgernis berechtigt und wann es unberechtigt ist? Tut mir leid, aber solche Formulierungen verwendet man nur dann, wenn man Willkür will, wenn man objektive und rationale Überprüfung vermeiden will. Wenn wir uns das inhaltlich nun genauer anschauen, werden hier übrigens nicht religiöse Gefühle geschützt, sondern der Staat behauptet, er will verhindern, dass berechtigtes Ärgernis erregt wird. Wir können also annehmen, dass ein berechtigtes Ärgernis, was auch immer das sein soll, etwas ist, das man nicht will. Ich stelle hiermit die These auf, dass dieser Paragraph selber eine Herabwürdigung und Verspottung religiöser Lehren darstellt. Denn was bedeutet es denn, dass bei Religiösen kein Ärgernis erregt werden darf? Bei Bienenzüchtern darf Ärgernis erregt werden. Bei Sportlern darf Ärgernis erregt werden. Bei politischen Parteien darf Ärgernis erregt werden. Bei normalen Menschen aller Art darf Ärgernis erregt werden. Nur bei Religiösen nicht. Das lässt doch nur einen Schluss zu. Bei Religiösen handelt es sich um eine besondere Klasse von Menschen. Entweder es handelt sich laut Staat um Untermenschen, die nicht oder wenigstens nicht so sehr wie normale Menschen zu rationalem, menschlichen Verhalten fähig sind und sich im Falle einer Verärgerung mit höherer Wahrscheinlichkeit anders, und zwar schlechter verhalten als normale Menschen. Oder religiöse Menschen sind eine Art Herrenmensch, die es verdient haben, mehr als andere Menschen vor dem Gefühl Ärger geschützt zu werden. Also Überwesen, deren Emotionen so wahnsinnig wichtig sind und wertvoll sind, dass die minderwertigen normalen Menschen mit Geldstrafen und Gefängnis bedroht werden müssen, sollten sie es wagen, diese edlen Wesen auch nur zu ärgern. Ganz ehrlich, die Variante mit den edlen Übermenschen halte ich für ausgeschlossen. Das Konzept des Herrenmenschentums ist in Österreich zumindest offiziell ein No-Go. Also bleibt nur die andere Möglichkeit. Mit diesem Gesetz werden religiöse Menschen herabgewürdigt. Man unterstellt ihnen mit dem Gefühl Ärger weniger rational, vernünftig und zivilisiert umgehen zu können als normale Menschen. Man unterstellt mit diesem Gesetz religiösen Menschen unnormal, abweichend und speziell schutzbedürftig zu sein. Das ist würdelos. Rechtswidrig ist so ein Gesetz ohnehin. Es verletzt die freie Meinungsäußerung, es diskriminiert, es ermöglicht Zensur, es ist Willkür. Danke.